Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War, Ragnarök und dem Beagle. Wir retten hier gerade eine Kreatur. Nicht bevor wir das gute Loot mitgenommen haben. Aber wir retten sie gerade mal. Irgendwie ist das uns dazwischen gekommen. Aber ich fand so eine süße, große, schildkrötenartige Kreatur geht doch deutlich vor. So komische Aschetürme. Was ist los mit mir? Gar nichts. Nur wünschst du dir nicht manchmal, du könntest einfach zurückgehen? Deine Vergangenheit neu. Gut, wir können vom Doc zu seinem Schwanz. Hoppala, jetzt habe ich mir unterbrochen. Es tut mir leid, mir. Du willst das gebrochene Wesen retten? Ich weiß, was es heißt, gefangen zu sein. So lasse ich niemanden zurück. Und wenn nichts mehr zu retten ist? Was meinst du damit? Machen wir weiter. Naja, ich verstehe, was Kratos meint. Die Kreatur scheint schon sehr alt zu sein. Draugr! Hinten! Sag mal, du Penner, ey. Ich glaube! Nacht mal, links von dir! Wo kommt ihr denn her? Aua! Wieder, mach die! Atreus, mach sie doch! Ja, Atreus, dafür hast du einen aufs Maul verdient. Greif an! Also wir gehen hier erst weg, wenn die Nachtmare tot sind. Ach so, das waren so Flauschdinger von... Und du, Spucker, ne? So, ich kann nämlich auch was. Wo denn? Au! Au! Ah! Rechts von dir! Ja, weiß ich. Oh, die sind ja lila, das heißt, die sind viel stärker als ich. Schöner Schlag, Kratos! Okay. So, habe ich wenigstens nicht alles Rage verbraucht. Wo kamen die denn auf einmal her? Wie asozial, ey. Und so, dann können wir das hier auch direkt aufmachen. Dann wieder rüber. Und weiter. Hier die Fesseln befreien. Was gibt's denn hier zu sehen? Gar nichts. Na gut. Der Schwanz muss auch angekettet sein. Oh, komm. Echt jetzt? Was habt ihr nicht mit dem armen Tier gemacht? Mit dem Seil sollten wir näher zu unserem Ziel kommen. Machen wir das doch. Ohne Boot wird's ja aber interessant, oder? Erstmal das Tier befreien. Dann looten. Bitte sei... So, du bist frei! Was ist los? Vielleicht braucht er ein wenig Ermutigung. Könntest du mich näher an ihn heranbringen, von Angesicht zu Angesicht? Okay. Ich weiß ja nicht, aber sei es drum.
Auf jeden Fall. Spartas Rage, Zorn. Ach, das geht? Okay. Da habe ich nichts. Was haben wir denn hier? Stufe 2, die ist schon ziemlich gut. Ja, gut, ist alles noch ein bisschen ausbaufähig. Nee. Bin ich jetzt doof oder wie so? Ah. Nein. Okay. Näher ran willst du? Warte mal, was ist das denn hier? Ja, damit können wir noch nichts anfangen. Okay. Es leuchtet aber so schön. Das ist das Wichtigste. Es funkelt so schön. Und auf magische Weise ist da ein Boot erschienen. Na, dann wollen wir mal zu dem Tierchen dran. Nicht, dass es jetzt stirbt, wo es frei ist, aber ich rechne damit. Die Bergbaumaschinen. Das sind Fehler, Mimir. Aber sie sind Odins Schuld. Das ist keine Entschuldigung, Junge. Das aber mag danke, sein. Dass du das sagst. Irgendwas sagt mir, dass das arme Tier tot ist. Oder so gut wie tot. Du bist müde, ha? Huh? Du bist richtig müde. Na los, du große blubbernde Bestie! Kusch! Er bewegt sich nicht. Warum bleibt er hier? Er hat sich an seine Ketten gewöhnt. Aber... Nein. Nein, wir kriegen das hin. Wir müssen ihn nur wegscheuchen, erschrecken. Irgendwas. Wir können nichts ungeschehen machen. Nur besser, als es war. Er mag den Wind in seinem Gesicht. Ich kann es fühlen. Möge es ihm Trost spenden. Aber das reicht nicht aus. Mir. Das tut es selten. Mir tun solche Geschichten immer so unglaublich leid. Sowohl für die arme Kreatur als auch für Mir, der einfach nicht fassen kann, dass er das Leben wirklich zerstört hat. Uns an all die schlimmen Geschichten über Thor und Odin zu erinnern. Ja, klar. Also, da war Tamur, der Steinmetz. Ja, er stritt mit seinem Sohn, ging nachts zu ihm und fand stattdessen Thor vor. Und er war Tamurs Sohn. Hrimthor. Der die Mauern von Asgard erbaute und Freya etwas Wichtiges zuflüsterte, bevor er verraten und ermordet wurde. Da war natürlich Groa. Die Hüterin des Wissens und Prophetin Ragnaröks. Thor ermordete ihren Gemahl und Odin vertuschte es, bevor er sie selbst umbrachte. Vergessen wir Ymir nicht, den ersten Riesen. Odin zerstückelte ihn, um aus seinem Körper die Welten zu formen und ließ sein Blut beinahe jeden Riesen ertränken. Was ist mit den Riesen von Jötunheim? Sie schienen alle tot zu sein, als wir endlich vorankamen. Das bleibt ein Rätsel. Obwohl es durchaus wie der Traum der Asengötter klingt. Was ist mit Fjörgin? Thors Mutter war eine Riesin, stimmt das? Das war sie. Die Umstände ihres Todes sind bestenfalls unklar. Aber ich weiß nicht, ob diese Tat Odin zuzuschreiben ist. Er war danach nicht mehr derselbe. Oh, ich weiß. Da war noch Skadi, die Königin der Jagd. Ja. Sie verschmähte Odin und er brachte sie mit einer List dazu, ihren Vater zu töten. Oh je.
Da war noch Starkadur, der Mächtige, der Heerführer der Jötnar. Von Odin. Hört auf mit Jötnar, Mann. Und ermordet. Das ist und einfach nur. Der Listige, der Riesenkönig, der Thors Hammerstahl. Odin gab ihm Freya im Tausch für den Hammer und ließ dann Thor in Verkleidung seinen gesamten Hofstaat töten. Wer noch? Ah, Hrungir, der Raufbold, der Steinriese. Ja, von Odin verspottet, von Thor ermordet. Es reicht jetzt. Aber es gibt noch mehr. Das ist mir egal. Krieg mit Odin ist nicht die Antwort. Warum ist der Kleine so scharf auf den Krieg? Hier ist eine der Maschinen. Dieser Rauch über uns. Dort wollen wir hin. Mal sehen, ob wir sie abschalten können. Du dreckiges, listiges Mist. Habe weniger. Aber sicher. Wir könnten über dieses Aufzugding schwenken. Gerüst. Danke. Das muss ich doch irgendwo festmachen können, oder? Oder ist das nicht gewollt? Oh. Okay, ich möchte mich aber erstmal hier umgucken. Ich kann ja alles kaputt machen, nur nicht da. Ihr verarscht mich doch, wo ich dabei bin. Da kann ich auch noch nicht hin, also geht nur der Weg. Gut. Noch nicht richtig. Deswegen bleibt das stehen, wie man es macht. Na gut. Warte, was war denn jetzt der... Ach komm, jetzt habe ich es zu hoch gemacht. Jetzt verstehe ich, was ihr von mir wollt. Das muss die richtige Stelle sein. Ja, Atreus, danke. Danke. Ich fühle mich wohl immer verarscht von ihm, weil, wisst ihr? Diese Fässer. Ich rieche Brennstoff. Ich wette, ein Funke von deinen Messern würde einen ziemlichen Knall auslösen. Na gut. Da unten gibt es eine Truhe für mich, an die ich im Moment noch nicht komme. Okay. Drauge! Ich töte die einfach direkt, dann machen wir überhaupt keinen Ärger mehr. Wir können hier den Boden durchbrechen, wenn du eine Stelle findest, die hoch genug ist. Willst du mir wieder sagen, wo die Stelle ist, du dummer Junge? Warte, was? Nein, ich habe keinen dieser Vögel erwischt. Nur um das direkt mal klarzustellen. Das macht mich irgendwie traurig. Nee, das hat mir nichts gebracht. Aber ich kann das jetzt hier einen höher machen. Ich glaube, das ist zu hoch, aber sei es drum. Ich werde es mal ausprobieren. Ich traue den einfach nicht, wisst ihr? Voll Alarm gemacht. In was bin ich denn jetzt reingeraten? Vater, da oben. Was denn da oben? Sohn, was? Ach so. Die Zwerge hätten die Maschinen selbst abschalten können. Ein paar haben es versucht. Die Einherjar haben an ihnen Exempel statuiert. Sie töteten die Zwerge? Hättest du sie nicht aufhalten können? Ja. Hm.
Je mehr Mimir erzählt, umso schlimmer wird es im Grunde. Ja, natürlich. Oh, was ist denn los? Warum bin ich... Ich trau den einfach so gar nicht. Und deswegen zerstöre ich die alle einfach. Zur Sicherheit. Safety first. Was haben wir denn da vorne? Beeindruckend. Was denn? Die Zerquetscherin. Wie komme ich denn da rüber? Ach so. Ja, ich weiß wie. Dafür muss ich aber noch mal nach da oben. Und das Ding ganz nach unten lassen. Wie sich Atreus erschrocken hat. Oh, ich habe gar nichts gemacht. Nein, hast du auch nicht. Atreus, beruhig dich. Eigentlich sind wir zum Maschine ausmachen hier hingekommen, aber ich bin so sehr mit Looten beschäftigt. So, jetzt war ja noch da eine andere Seite, die aufgegangen war. Aha. Was bringt mir das? Ich meine, außer gar nichts. Also irgendwie bin ich jetzt entweder ein bisschen doof oder aber das bringt nichts und ich übersehe was. Wo muss ich denn hin? Nee, irgendwie nicht. Mag mir irgendjemand verraten, wo genau ich hin muss? Das wäre so cool. Bin ich jetzt so ganz Banane und weiß nicht, wo es lang geht oder wie? Ja, ja, ich verstehe schon. Nein, nein, ist okay, ich habe mich vertan. Ich habe mich vertan. Wenn die einmal so ins Schwingen gekommen sind, diese Klinken, dann ist es schwierig. Nicht da? Wo dann? Da? Ja. Ich verstehe nicht ganz. Was? Irgendwas mache ich doch hier gerade völlig falsch und ich weiß nicht was. Und wir haben nur noch 1:30. Ich würde schon gerne in 1:30 hier dieses Drecks-Dings ausgeschaltet haben. Ha. Warte mal. Hier? Nee, dann bin ich ja wieder da. Da oben ist eine Truhe. Was ist das denn da oben? Wie komme ich da oben dran? Nein, ohne Scherz, wie komme ich denn da oben dran? Ich bin jetzt irgendwie gerade zu doof dafür, wenn ich ehrlich bin. Ich kletter jetzt nochmal hier hoch, weil ich wüsste sonst nicht, was ich noch so an anderen Möglichkeiten hier hätte. Und da die beiden ja darüber geredet haben, während ich hier war, hier hingeklettert bin, nehme ich mal an, dass das irgendwie richtig war. Oder auch irgendwie nicht. Hm.
Nee, ich weiß es gerade einfach nicht. Atreus, du laberst doch sonst immer so viel Müll. Kannst du jetzt nicht auch mal ein bisschen Müll labern? Ich muss irgendwie darüber. Ich weiß aber nicht wie. Na gut, wir sehen das. Wir schauen uns das nächste Woche. Ach, nächste Woche. Wir schauen uns das morgen an. Wie gesagt, gerade habe ich einen leichten. Jetzt weiß ich, an was mich die Musik erinnert. Assassin's Creed Odyssey. Jetzt habe ich gerade einen leichten Fail im Kopf irgendwie. Und krieg das nicht ganz gebacken. Eventuell hier? Nee, hier war nur die Truhe. Ich habe keine Ahnung. Oh! Kam unerwartet. Aber hier unten ist doch auch nicht die Lösung. Oh, oder? Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Nee, ich weiß es nicht, ihr Lieben. Ich schau mir das mal an und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das sollte helfen. Danke, Atreus, danke. Da übersieht man so eine Kleinigkeit, Mensch. Jetzt sollte das hier nämlich auch hinhauen und das hier hinhauen. Und dann können wir hier die Kette nämlich runterlassen. War nicht so schwer. Halt die Klappe, Atreus! Wie er mich noch verhöhnt! Wie der Pissbengel mich noch verhöhnt! Nur weil du jetzt ein Teenager bist, heißt das nicht, dass du hier frech werden musst, Mensch. Dummkopf. Das machen wir jetzt noch einmal kurz. Wenn ich dafür nur die besiegen muss, naja. Er macht das gar nicht schlecht. Ja, weiß ich. Ja, ja, ich weiß. Aber mach doch mal bitte auch vielleicht irgendwas selbst. Geht nicht, war schon tot. Rechts von dir! Gar nicht schlecht. Aber wo ist denn jetzt der andere geblieben? Noch einer? Die Maschine ist wahrscheinlich vollgestopft mit hilfreichen Materialien. Ich würde alles nehmen, was sie hergibt. Aha. Wenn die Zwerge einen Handel mit Asgard schlossen, was ist daran schlimm? Der Handel ist reine Ausbeutung. Es war ihre Wahl. Arbeitet oder sterbt ist keine Wahl. Ich hab's nur so aussehen lassen. Was du da hast, ist reines Svartalfheim-Erz. Es wird in der Maschine nicht mehr zu nutzen sein. Aber vielleicht können unsere Huldu-Brüder was draus machen. Ganz bestimmt sogar. Bin ich beeindruckt, dass ich das doch noch geschafft habe. Und dann kommt Atreus an und macht mich von der Seite an und sagt so viel, das war voll einfach. Ey, Pissjunge. So, okay, ihr Lieben. Jetzt aber wirklich der Cut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir haben eine Insel von drei geschafft. Die anderen zwei holen wir uns. Diese Anlagen entstanden. Nächste Folge. Ich ließ sie bauen, um Erz für Bewaffnung abzubauen. Also quasi, um Ressourcen zu sammeln, die sonst an die Zwerge gegangen wären. Glaubst du, dass ohne die Dinger die Zwerge unabhängig werden? Ich weiß es nicht. Aber ich muss irgendetwas versuchen. Wir finden es raus, wir machen die nächsten beiden auch noch kaputt.
Die scheint doch schon ganz glücklich zu sein. Sie macht viel mehr glücklichere Geräusche. Vielleicht erholt sie sich ja. Zumindest ein ganz klein bisschen. Okay, haut rein, ihr Lieben.